Die meisten Abgeordneten im Bundestag wohnen gar nicht in Berlin, sondern reisen aus ganz Deutschland an. Jeden Tag? Nein, nur in sogenannten Sitzungswochen. Und wie die typischerweise abläuft, das seht ihr jetzt bei Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Hier müssen alle Abgeordneten anwesend sein, denn es herrscht strenge Anwesenheitspflicht. Spätestens montags reisen die Abgeordneten nach Berlin. Jeden Dienstag treffen sich unsere Abgeordneten zur Fraktionssitzung im Fraktionssaal. Hier werden intern die Themen für die Woche diskutiert, um sich auf die anstehenden Diskussionen und Entscheidungen vorzubereiten. Am Mittwoch kommen die Ausschüsse zusammen. Hierzu könnt ihr euch gerne unser letztes Video anschauen. Der Nachmittag ist der Regierungsbefragung gewidmet, wo Fragen an die Regierung gestellt werden können. Die nachfolgenden zwei Tage sind den Plenarsitzungen vorbehalten, in denen zum Beispiel über Themen oder Gesetzesentwürfe debattiert und entschieden wird. Das alles könnt ihr auch live auf bundestag.de verfolgen. Zeitgleich tagen auch weiter die Ausschüsse, weswegen nicht immer alle Abgeordneten im Plenarsaal sitzen. Das war's mit den fixen Terminen. Das war's aber natürlich noch nicht. Zwischendurch stehen zum Beispiel ganz normale Büroarbeiten, Pressetermine oder Treffen mit Besuchergruppen an. Ungefähr 60 Termine in der Woche gehören dabei zum Standard. Und in sitzungsfreien Wochen gammeln da alle nur zu Hause rum? Natürlich nicht. Hier sind die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen und beschäftigen sich vor allem mit einem, mit euch. Zum Beispiel in Bürgersprechstunden oder öffentlichen Veranstaltungen. Hier wird euer Input mit in die nächste Sitzungswoche genommen. Wenn ihr noch mehr zum Ablauf im Bundestag wissen wollt, dann schreibt eure Fragen jetzt in die Kommentare.